Hallo und willkommen zurück beim Let's Play zu H1Z1. Die alte Truppe ist wieder am Start mit der Danu und dem Matze. Hallo. Ja, aber auf dem anderen Server jetzt. Wir sind wieder zurückgekehrt auf den PvP-Server, auf vielfachen Wunsch, aber auch auf eigenen Wunsch irgendwo, weil PvE ist auf Dauer dann doch ein bisschen langweilig. Wir sind auf dem PvP-Server, entsprechend verstecken wir uns gerade kurz vor Pleasant Valley in den Gräsern. Ich fürchte, diese Folge wird schon wieder mit Toten gespickt werden. Aber wir wollen hier in der Nähe von Pleasant Valley unser Lager aufschlagen. Wir wollen, wenn wir schon dann auf dem PvP-Server sind, haben wir gesagt, dann, ne? An die Front. An die Front. So ist es. Wir haben exakt einen Schuss. Ne, ich weiß nicht, habt ihr Schüsse überhaupt? Null. Null? Nein. Ich habe einen. Wir sind. Aber ich habe dafür 45 Pfeile. Super. Also ich gehe mal so halb gebückt, das müsste reichen im Dunkeln, hoffe ich. Ich hab ja. Ihr könntet eigentlich fast eure Helme ausziehen, ne? Gerade den weißen Helm, siehst du jetzt in nachts. Ja, und dann liegt da noch ein Sniper. Nachts sieht man den Helm schon recht gut. Also, Theorie hin oder her, Koja, ich lasse meinen Helm auf. Okay. Siehst du, hast meinen roten Helm immer so verteufelt. Ja, nachts ist er in der Tat besser. Tagsüber ist es natürlich dann das Leuchtsignal. So, ja, wir wollen wie gesagt in der Nähe unsere Basis errichten, haben uns da schon einen schönen Fleck ausgesucht, aber wir brauchen noch Metall und Munition und überhaupt den Kick. Wollen wir tatsächlich wagen, diesen Supermarkt zu stürmen oder wie wollen wir es angehen? Ja. Geh mal rein. Ja. Supermarkt ist natürlich tendenziell ein Platz, wo was zu finden gibt, wenn keiner vor einem da war oder Spieler, gerade da ist. Vor allem Spieler gibt es da zu finden. Vorsicht, hier kommt glaube ich ein Abhang hier. Etwas weiter rechts soll es gehen. Ja. Also ich sehe nach wie vor keine Spielerbewegung. Zombies sind klar, ja. Wir gehen von hinten in den Supermarkt rein. Müssen nur irgendwie über diese Mauer. Out. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Jetzt schon wieder Panik hier. Armes kleines Reh. Wie kommen wir über die Mauer? Hat da jemand einen Plan? Wir laufen drumrum. Tolle Idee. Rechts oder links? Links. Links. Na dann. Ab dafür einen Stabelgabler können wir mitnehmen hier. Nee, kommt man nicht hoch. Dann brauchst du die Base aber auch nicht verstecken. Ein Gabel. Du machst genug Lärm. So, wir werden empfangen. Ich versuch's mal zu ignorieren. Oh, weil sind das viele. Aber wir müssen rein in den Supermarkt. Einfach ignorieren und duel. Alter! Alter. Ich gehe da nicht hin. Ta, ich gehe da jetzt hin. Danu, wo bist du? Unter Koja. So. Ich bin sie los. Danu hat sie wahrscheinlich. Kommen die mit rein? Die kommen mit rein, aber nicht so viele. Den Geräuschen nach rennen, aber was weiß ich, wie viele nach, ja? Also, ich hab da noch einige an der Backe. Ich bin drin. Und rein. Alter, wie, okay. Wie blöd sind die? Die kommen rein. Scheiße, ich dachte, die kommen nicht rein. Koja geht looten, wir lenken sie ab. Hier von wegen, ich hab sie ja auch. Wir müssen einfach beim Rennen looten. Hab ich die Taschenlampe noch? Hat irgendjemand was zum Leuchten? Ich übersehe doch so schon alles. Jetzt noch mit Zombies am Arsch. Wie soll ich denn da überhaupt was erkennen? Einfach nur E drückend rumlaufen. Alter! Also ich glaube, ich hab sie alle. Ihr könnt in Ruhe looten. Nix, ich hab mindestens drei Stück hier. Ja, drei. Guck mal, wie viel ich hab. Ich lass sie mal bei dir. Hau einfach ab, Matze. Ja, was? Ich hab immerhin was getötet davon. Ja, 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 ja. Oh! Ich weiß zumindest, wo Munition liegt. Ich muss nur noch mal hinkommen. Alter, sowas Bescheuertes. Alter, Hilfe!
Leben endlich. So. Oh, ganz schnell, der Bandage. Ganz schnell, ganz schnell. Leb noch, ich leb noch. Super, die können durch Regale auch gehen. Au, au, au. Ja, die können durch Wagen durchlaufen. Durch alles. Also oh ja, du blutest. Ja, ich weiß. Ich musste nur mal weg kurz. Ja, jetzt haut er ab. Bandage used. Dankeschön. Aber wir haben einige erlegt. Ich glaube, jetzt können wir halbwegs sauber looten. Hier liegt auf jeden Fall die Pfeile wieder zurückholen. Hast du schon eine Waffe, Danu? Also eine Schlagwaffe. Hier liegt eine Crowbar. Die könntest du sonst nehmen. Im Regal hier links von ich dir. Ich habe meine Machete, das reicht mal irgendwie. Ja, wegen Scrap Metal. Können wir dann aus Autos rausprügeln, okay. Weißt du? Wir haben ja... Aber gut, du kämpfst gern mit der Machete, gell? Ja, ich habe das Messer fallen lassen. Wurscht. Okay. Oh Mann, jetzt darf man nicht einfach nur draufhauen. Kuya, du blutest immer noch. Wieder. Nicht immer noch. Wieder. Engagier dich. So, wir haben Ruhe. Oha, so, durchatmen. Kuya, da ist ein Helm. Ich glaube, ich bleib beim Matze. Übernimmst du ihn oder du standest mir im Weg? Ach, du? Okay. Da kommen, oh, da kommen wieder welche. Fünf. Alter. Scheiße. Kann ich nicht schießen auf Danu. Looten in Pleasant Valley, das ist doch ein ganz schlechtes, oh Mann, Ding. Achtung, einer ist noch, kommt auf Danu. Ja. So, ich versuche mal zu looten, solange jetzt hier ein bisschen Ruhe ist. Guter Helm? Ja, ich nehme keinen, ich bleib bei meiner Kappe. Würde ich mich besser getarnt mit. Oh Scheiße, Hilfe, 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 schnell. Was ist los? Ah ja, viele Zombies und ich brauche Bandages. Oh, ich habe auch gerade nur noch sehr wenig. Wenigstens die nächsten. Ich finde hier nichts. Sorry, Matze, das musste sein, aber ich war eh vorbei. Kein Thema. Ich finde hier schlicht und ergreifend nichts. Das ist ja. War vielleicht schon irgendjemand vor uns so blöd und ist da reingegangen? Ich habe ein Stagnant Water gefunden. Ich habe einmal viermal Rounds gefunden. Da kommen schon wieder welche. Das ist alles. Ich weiß nicht, ob 308er oder 380er irgendwelche Rounds waren es jedenfalls. Das sieht gut gelootet aus hier. Hast du den Matze? Hey. Gut. Sieben Pfeile, so langsam wird es bei mir dann auch eng. Hier liegt noch eine Axt, aber die braucht keiner, denke ich. Nein. Ich probiere jetzt gerade alles zu looten, was Bandagen geben könnte. Purified Water. Ja, da muss die Zombies nur zerschnetzeln, aber das macht wieder Krach und dann kommen sie wieder angelockt. Ihr solltet einfach euch ein bisschen bewegen. Verteilt sich das vielleicht mehr. Die nächste Salve. Die kommen so stoßweise, gell? Ist ganz lustig. Ja. Lustig, lassen wir das Thema mal. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es lohnendere Lootpunkte gibt. Mhm, aber... Außer Wasser habe ich jetzt nichts. Ich kann mit 40% live nicht diesen Markt hier verlassen. Und ich habe 33. Ich habe immerhin 83. Wo seid denn ihr?
Also ihr könnt die Zombies noch zerhauen, wenn sie am Boden liegen. Dann habt ihr wieder das Scrub of Cloth. Ja, ja. Eben hast du was von Krach erzählt. Ja, wenn es euch so dreckig geht, aber... Ja, es geht uns so dreckig. Wir hatten hier auch massig Zombies. Oh. Aber keine Sorge, ich war zwischendrin schon auf 9%. Ich war auf 25. Nee, beim Matzen von mir mache ich nichts. Wo seid ihr? Immer noch drin? Ganz hier, ich sehe euch. Okay, ich bin kurz bei den Toiletten. Da ist ja. Ah, hier ist eine Waffe. Danu? Ich komme. Toilette, Weiber, Tür steht offen. Und im Schrank sind auch Scrap of Clothes. Kannst du die auch noch nehmen? Muss meine geliebte Machete hier halten. Ja, sonst schmeiß halt. Ja. Weiß nicht, mit der klopfst du ja immer. Hm? Ist wurscht. Hm. Geht ja mit dem Bogen auch. Das sind ja schon wieder so viele. Hat jemand noch viele Pfeile? Scheiße. Nee. 13. Einen. Den einen würde ich gerne nehmen, der da steckt. Er kommt nicht. Scheiße. Er kommt nicht raus. Ah. Okay. Ich glaube, wir sollten weg. Kann das sein? Ja. Dann. Da kommt noch einer. Egal, einfach ignorieren und jetzt laufen. Warte mal, hoch. Hoch sollten wir. Hoch. Matze hoch. Lass uns die Treppe hoch. Hier war doch immer einiges. Da sollten die erstens nicht hinterherkommen. Und zweitens muss ich dringend was essen. Ich habe nämlich Hunger. Kam gerade schon die Panikmusik. Ich mache mal die Türe zu. Genau. Und hier sind so Pfeilkabinetts. Die sind doch eigentlich immer ganz, ganz gut für Munition. 380. Ups, 380er Round. 9mm Round. Ein Paket Zucker. Lecker. Multivitamine, die heilen ein bisschen. Wir hatten am wenigsten von euch. Ich hab 50. Liegen hier. 45, aber egal, das passt schon. Na, ich hab wieder Bandages, Matze, einen ganzen Haufen. Gut, kloppt euch drum. Liegen sie denn? Ich glaub, so ein Beutel. So ein Beutel am Boden lagen da. Wo du mich haust? Die müssten zumindest ein bisschen heilen, wenn ich das richtig verstanden hab. Ja. Tja. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich? Waren das die Cold Medicines? Nein. Hm. Dann haben sie es vielleicht wieder rausgepatcht. Also ich meine, das gelesen zu haben, dass das mal drin war. Ah, warte, jetzt habe ich 51. Doch, sie tun's. Oh, minimals dann. Ja. Gut, dann mal hier raus. Darüber. Oh, nein! Scheiße! Boah, da fällt man durch. Ja. Achtung! Okay. Halt, ist Matze, nicht danach. Gut. Ist lustig. Oh ja, wie er da wegrennt. Könnt weiterlaufen, die kommen die Treppe nicht hoch. Die können immer noch keine Treppe laufen. Wir müssen da schauen, das müsste doch gehen, da drüber zu springen. So. Weiß nicht, wo man hier hinkommt, ich war hier noch nie. Aufs Dach? Ne, da geht's nicht auf. Sehr interessant hier. Nur sinnlos. Ja, wirklich sinnlos. Man könnte jetzt hier höchstens runterspringen, also ich habe mir vorhin nicht wehgetan. Oder wo ist denn der Ausgang? Welche Seite war denn das? War das hier vorne oder da hinten? Hier hinten ist noch diese Küche. Ja, da war ich schon drin da. Ne, dann ist der Ausgang drinter? Dahinter. Der Ausgang müsste dann hier hinten sein. Komm, dann hüpfen wir hier runter und versuchen rauszukommen. Oh, doch, tut ein bisschen weh. Aber nicht viel. 1% oder so. Alter! Okay, 3, 2, 1 durch. Ah ja. Du bist witzig. Ich komm hier überhaupt nicht durch. Hier kann man ja nicht durcheinander durchlaufen. So. Oha.
laufen. Wieder zurück, wo wir herkamen. Oder wollen wir in irgendein Haus? Wir gehen in irgendein Haus. Oh, scheiße, und noch ein Wolf. Wir können in so eine Mietshaus... Ja, ja, Mietshaus, so eine, genau. Kaserne. Das vordere Große hier, was da so hochragt. Da gehen wir rein. Ich gehe links um die Mauer rum. Danu, hast du gehört? Ja. Panik. Hier links ist so ein Metalltor, da bin ich durch. Ich weiß nicht, ob ihr hinter mir seid. Bin hinter dir. Gut. Ich weiß, wo ihr seid. Okay. Und in das Haus rein. Ui. Macht Spaß. Wo ist der Eingang? Hier, Matze. Da bist du drin. Wo ist die Danu? Ja, die Danu ist noch draußen. Das war gut. Das war richtig gut. Zu. Draußen bleiben. So, 27%. Brauchst du eine Bandage? Ich hab noch welche. Ich hab schon. Hast schon? Alter. Huch. Huh. Machst du wieder zu, du Freak. Jetzt, das ist doch nicht... Wir sind doch gar nicht im ersten... Wir sind doch gar nicht im Erdgeschoss. Du kannst jetzt überall Zombies haben, in jeder Wohnung. Ernsthaft? Ja. Dann sind wir ja voll sicher. Mann. Aber schön, dass du dir das eingeredet hast. Matze, du blutest. Ich hab schon eine Bandage genommen. Leute, okay. Sag mal, die Türen haben sie doch geändert. Die waren doch vorher nicht aus Glas hier, oder? Ja. Da gibt's, glaube ich, solche und solche Häuser. Und bin ich in solchen? Oha, ein Respirator. Alter Finne. Oh, hier, Muni. 380er. Also, wir sollten auch die Wohnungen zusammen betreten und nicht mehr jeder eine eigene, ja? Ja. Warum wird das Glas zerhaut? Weil ich sonst nicht rauskam hier, oder? Gehen die Türen seit neuestem. Früher musste man immer die Türen zerhauen, weil die nicht... Der Fernseher ist geklaut. Ja, erstmal kaputt machen und dann fragen. Dann eben. Mag man eine Machete? Magst du, das sind noch Multivitamins? Brauche ich jetzt nicht so. Hier ist noch eine Axt. Wood Axe. Marauder Gate. Crate, was? Egal. Naja, eine Axt. Ich habe eine gute, die ist noch ziemlich funktionstüchtig. Scrap of Cloth und Spool of Twine. Das war ein guter Liegt noch ein Respirator rum? So ein Atemding da ist. Hier, Handschellen. Wollen wir die mitnehmen? Am Bett liegen die Handschellen. Aha. Huch. Wir haben Besuch. Au. Multiplen Besuch. Trotz euch nicht gegenseitig. Ja. Nee, schon nur aufgepasst. Einer. Sind nicht mehr PvE. Nee, komm, noch Besuch, Matze. Na, mach ich ihn halt. Ich müsste mir nur mal eine Bandage reinhauen. Beziehungsweise noch eine craften. Boah, das wird eng. Das wird richtig eng. Vor allen Dingen dieser Lärm hier. Ja, was da unten vor dem Haus los ist, möchte ich gar nicht wissen. Mittlerweile kommen die hier die Treppen hoch. Die laufen jetzt doch Treppen. Seit wann laufen die Mistviecher Treppen? Ich bin eine Etage hoch, nächste Tür links rein. Ja, wir haben die Zombies. Aber das ist ganz gut, wenn du hier so stehst mit einer Axt, ja? Na, die hauen dich trotzdem. Stoßen? Nein, mich haben sie nicht einmal getroffen. Mich aber. Eben, je nachdem, wen sie Akku haben. Eine Axt ist kacke. Wir bräuchten hier Pfeile, nur die sind uns ja mittlerweile schon längst ausgegangen. Und Munition gibt's auch keine. Vier habe ich noch. Auch da unten ist ein bisschen Volksfeststimmung. Schön hier. Axt da einziehen, machen wir da die Basis. Ja, super Idee. Muss weg. Wie viel Hunger habt ihr? Hydration ist eher das Problem. Viel bald. Dann komm her, Matze, da oben in den Kabinett. Ach du, als wäre das hier die Partymeile. Kommt mal auf den Balkon. Ja, hab ich ja gesehen schon. Oh, nett. Matze, kommst du kurz mal rein und holst du was zum Essen? Ja. Da oben. Wir haben ja jetzt Zeit. Haben wir das? Bis die nächste Welle unten durch die Türe kommt. Wollte gerade sagen.
Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Aber wieder 4 Zombies. Und ich habe noch 2 Bandages. Was meinst du denn zu essen, Danu? Oben in den Kabinen. Danke. Bitte. Gut. Ich muss mal was trinken. So, wir brauchen einen Plan. Wir looten das Ding jetzt fertig oder sind wir schon oben? Sind wir schon oben? Oder? Nee, ich glaube, eins höher geht's noch, oder? Ich glaube, dann kommt doch schon ein Dach, oder? Weil den ersten Stock haben wir ja übersprungen, weil wir dachten. Ja. Ich gehe mal kurz eins noch hoch. Nee, hier ist noch eine Wohnung. Was ist das denn? Ach, auch wieder so ein Gasmaske-Ding da. Bandana, kann man auch nichts mitmachen. Brauchst du noch eine? Nee. Hat irgendjemand noch eine, meine ich? Nee. Googles liegen hier auch noch super. Voll der Mega-Loot. Was ist das denn da oben? Handcuff-Key. Falls du die Handschellen unten genommen hast, damit du das wieder aufsperren kannst. Ja, dann. Ich weiß gar nicht, ob ich sie genommen habe, ehrlich gesagt. Ich will jetzt auch nicht suchen. Matze, hast du noch was zum Trinken? Nur noch Stagnant. Ich habe auch nur Stagnants. Wir können hier drin Feuer machen. Ja, 2 Stagnant habe ich auch. Aber das Einzige, was man sagen kann, ist, man ist jetzt hier, wo wir sind, sicher vor PvP-Angriffen. Ja, hier liegt ein Grilldeckel. Super. Da hast du doch einen Griller. Haben wir auch einen Griller? Mhm. Willst du jetzt da kochen? Hat jemand von euch Dings dabei, Matze? Du? Zu welchen Woodlocks? Ja, zufälligerweise. Nein. Dann machen wir erstmal eine Grillparty. Würde ich doch sagen. Ja. Warum nicht? Dann schmeiß mal rein. Ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt da die Flare reinlege, ob das angeht. Oder hat jemand schon einen Leiter gefunden? Ich nicht. Und probieren wir es mit der Flare. Wenn es nicht angeht, nimmst du das Holz halt wieder raus. Hast du es drin? Ja, okay, dann mache ich mal. Ein Woodlock reicht ja, ne? Ja. Geht, glaub nicht. Mit der Flare. Kann die hier gar nicht legen, die Flare, oder? Hast du Woodlock drin? Einer ist drin, ja. Cannot place object on this location. Nee, geht nicht. Leiter hat noch keine. Nee, hast du 2 Woodlocks? 3. Dann bau doch ein Campfire, da bauen wir hier ein Campfire drauf. Wenn das hier geht, auf dem Balkon. Weil das kriege ich, obwohl, nee, warte mal, ich konnte die... Schau mal, ob es die Flare irgendwo legen kann. Die Flare konnte ich nämlich auch nicht hier auf den Boden legen. Nee. Da kommt wieder was. Tür zu einfach. Allein kommt Dom. Nee, hier kann ich die Flare hinlegen. Irgendwo. Hier ging die Flare. Also wenn du hier in die Ecke ein Campfire machen kannst, hier, wo ich hüpfe. Probieren wir es mal. Wenn du es hier bauen kannst. Oder ich kann nicht mal hüpfen hier irgendwie gerade. An eine Stelle kann ich eine Flare setzen. Super toll. Ich glaube nur, die gehen in die andere Richtung. Ich kann kein Campfire setzen hier oben. Keins, na dann geht das nicht. Schade. Schade. Im Grill auch nicht. Hier drin auch nicht, schätze ich mal, ne? Nee. Hier drin kann man auch nichts setzen. Scheiße, das wäre auch zu schön gewesen. Gesperrt. Kein Lagerfeuer auf dem Balkon. Ist das immer noch hier die Mietordnung? Da müssen wir uns immer noch dran halten. Apokalypse hin oder her? Hier herrscht Ordnung! Ja, der Mieterschutzbund ist hier machtlos. So, also. Habt ihr auf den Balkon da draußen auch schon geschaut? Nee, aber ich schätze mal, das geht ja, es kann ja auch nicht im Raum. Moment, probier's. Nö, geht nicht. Probier's mit dem Campfire nochmal. Ja, es bringt uns dann auch nichts, weil ich kann es nicht anzünden. Vielleicht ist es ja was anderes, wenn es hier steht, aber.
Geht wie nicht. Ärgerlich, dass man keinen Leiter hat. Da steht das Spielerbase, oder? Wo? Achso, da, ja. Bei, kann man machen. Bei der Fire Station ist das, oder? Das ist doch die Fire Station da rechts neben. Das ist keine schlechte Position. Eine ziemlich mutige noch wenn dazu. Wenn man rauskommt. Ja. Ja, Gott, ne? Wir müssen jetzt irgendwie... Ich kann einen ganzen Haufen Pfeile noch basteln, sehe ich gerade. Soll ich mal? Bastel mal. Ich baue auch mal so viele, wie ich kann. Ich habe genau einen Wurzstick. Schade, ich dachte, ich hätte noch eine Blende. Ich kann 20 Stück bauen noch. Ja, dann verteile sie mal nachher, ja. Ja, werde ich tun. Genau. Deswegen. Ja, ja. Das ist super. Bandages baue ich noch ganz viele. Aber wir sollten einfach schauen, wenn wir da jetzt runterrennen, dass wir vielleicht uns wenig um die Zombies zu kümmern, sondern irgendwie schauen. Das Problem ist, wir sind ja eigentlich wegen Scrap Metal losgegangen, ne? War voll effektiv. Ja. War der Plan. Ich sehe jetzt auch keine Autos rum da drüben auf dem Parkplatz. Aber wie willst du denn bei den Zombies hier in Ruhe Autos looten? Braucht ja auch immer so ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wie soll's überhaupt looten hier? Ich finde das alles so ein bisschen komisch. Nimm doch die eingeschlagene Seite, Matze. Mhm. Lässt du dann fallen? Sofort. Langweilig. Jo. Wenn der langweilig ist, geh auf den Balkon und schau dir Zombies an. Nee. Du hast vorher gesagt, du hast keine gesehen. Doch, doch, hab ich. Ich hab die schon gesehen. Geh mal weg von den Schränken da, sonst kriegst du das gar nicht angezeigt. Kannst es hier im Doch, ich hab nur gerade ein Problem gehabt mit der Eingabe der Zahl. Kann irgendwie nicht mit dem Numpad eingeben. Funktioniert irgendwie nicht. Ja, dann gibst du es halt nicht mit dem Numpad ein. Ja, gebe ich auch nicht. Ey, du musst die Pfeile benutzen, anders geht's nicht. Da haben wir die ersten 9. You have no space for that. Naja, 9 Stück habe ich. Gut. Warum habe ich denn so viele? Ach, Stack und Water habe ich so viel. Das schmeiße ich ihn mal weg. Hier, Mams Dingsbums da esse ich. Das 9er Stack ist für die Danu. So. Dann. Dann. Wenn ich sie erwischen wird, Matze. Geht's denn hier raus? Hast du's? Ja, danke. Bitte. Wie geht's denn aus dieser Bude hier raus? Da bei der Türe, die ich zugemacht habe. Die da? Ja. Kann ja keiner ahnen. Nee. Nachdem die Zombie-Geräusche vorhin lauter wurden, habe ich sie einfach mal zugemacht. Besser ist das. Gehst du hoch, Koja? Ja, ich wollte gucken nochmal ganz schnell, aber komm mal runter. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da liegt noch Gewehr. Was? Hunting Rifle. Was? Solltest du jetzt irgendwas schreiben oder holst du das? Was? Marodeur Crate habe ich gekriegt. Oh was? Ja, da hinten ist wirklich nichts mehr. Hast du das gesehen, Koja? Ja, ich hab's gesehen, aber was? Ich hab's nicht plötzlich hingekriegt, ja? Hier liegt jetzt eine sehr gut in Schuss befindliche M1911. Falls ihr eine kaputte habt, nehmt die, die hier liegt. Ich hab Platz im Inventar. Ja, ich glaube, die hat sie einfach mit. Nimm sie einfach mit, auch gut. Leg mal sie in die Kiste. Wenn mal eine kaputt geht, wir haben nichts zum Reparieren. Moment, ich lade kurz, da habe ich jetzt immerhin 4 Schuss, wow. Und wer von euch hat schon einen Schuss in der 1911? Ich habe einen Schuss, aber Du hast einen Schuss hier, ich werfe noch eine 45er Round hin. Oh, danke. Liegt da jetzt. So. Na, Koja hat eine Schusswaffe, flieht, ihr Narren. Jetzt wird es dann bald Tag, jetzt haben wir dann vielleicht eine Chance. So, also, wenn wir da jetzt runterlaufen...
Was machen wir, nachdem wir die Tür geöffnet haben? Ich weiß es nicht. Schreien, rennen, Mimimi brüllen. Mimimi-Taktik. Mimi schreiend um die Zombies rumrennen und sagen, nimm die, nimm die. Oh, nimm hier die. Sind schon welche im Treppenhaus. Du bist schon unten? Ich muss mal einen Pfeil reinladen. So. Oh. Gut. Du schubst das einfach zu Matze. Ich musste den schubsen, weil der hatte mich so hart angegangen. Da hatte ich meine Waffe verloren. Hier kommen halt noch mehr jetzt, ne? Ja, dem muss halt derjenige, der vorne ist, die backen in die Treppe rein. Du musst aufpassen. Der backt hier in die Treppe die ganze Zeit bei mir. Ja, bei mir auch. Wenn du zu viel Schaden hast, gehst du nach hinten, dann gehe ich vor. Ansonsten... Alles in Ordnung. Der vorne ist, muss leiden. Versuch's ein bisschen zu beschleunigen, weil da kommen immer mehr. Wir müssen. Marzipan-Dash. Ah, da, Finne. Ich. Wenn. Die backen hier vielleicht, das ist sowas von nervig. Ich hab 'n Leiter. Du, ich leide da. Was ist denn mit denen los? Die backen hier brutalst. Wir sollten, glaube ich, einfach versuchen durchzurennen. Koja, du blutest. Ich weiß. Ich habe nur noch 2 Bandages. Toll, ich treffe den auch nicht. Lass uns also runterrennen. Jetzt. Das bringt nicht hier im Treppenhaus. Einfach rennen. Rennen. Matze, komm. Es sind noch mehr, als wir Pfeile haben hier. Scheiße. Boah, das sind viele. Alter. Ah, seid ihr draußen? Habt ihr es irgendwie geschafft? Danu sehe ich, Matze sehe ich nicht. Ja, ich bin hinter euch. Okay, ich blute zwar wie... Ich auch, aber ist jetzt wurscht, rennen. Das ist scheiße. Das ist echt kacke in dem Treppenhaus. Das ist ja total bescheuert. Über die Mauer springen. Dann kommen sie vielleicht nicht hinterher mit ein bisschen Glück. Alter, das ist ja... Die Zeit muss jetzt reichen für eine Bandage. Da ist eine Horde. Die Zeit muss bei mir reichen für eine Bandage jetzt. Ja, dann bitte. Boah. Nein, das war eine scheiß Idee. Sag nicht, dass du stirbst. Wahrscheinlich. Ich schätze, du bist das da hinten mit den 10.000 Zombies am Arsch gewesen. Ja, bin ich. Gut. Komm mal, Matze, siehst du mich? Ja. Okay, komm mit zu der Pizzeria. Wir müssen rein und die Tür zumachen oder sowas. Mal gucken, irgendwo. 21% und Bleeding. Ja, ich weiß, nur... Was willst du machen? So, wir gehen da rein, machen die Tür auf und du machst sie hinter dir zu. Oh Mann, ihr habt so noch mal Zombies am Arsch, als ich. Bin tot gleich. Ja, geh rein, mach die Tür zu, ich hab so lange die Zombies. Ich bin drin, die Tür ist zu. Super, dann du, ich hau ab mit denen. Ja. Ich versuche auch abzuhauen. Tot. Ernsthaft? Ah ja. Ernsthaft? War noch einer drin, oder was? Ei, 2 Stück sind mit reingekommen. Ja, das Video ist ja sowieso in der Überlänge angekommen. Du kannst so weiter, oder? Ey, fuck diese blöden Zombies. Moment, Sekunde bitte. Ich bin auch gleich hops, das ist mein Problem. Nochmal, PvP oder PvE-Server? Was war das jetzt? Ich bin zumindest beim Matze. Sekunde bitte. Bandage, use. Und irgendwie sagt's mir, ich würde sterben wegen Hydration, aber kann eigentlich nicht. So, ich bin bei Matze, wenigstens looten kann ich ihn. Alter. So, wo ist dein Backpack? Dein Backpack. Den hätten wir gesichert. Sehr gut. So. Wir nehmen noch so ein paar M1911er. 1911er. Wolfmeat.
Ich dachte eigentlich, du gehst mit mir in die Pizzeria. Nein, ich wollte dir die Zombies vom Hals schaffen. Ja, ging nur leider nicht, weil die waren direkt auf mich mit der Aggro. Das ist lustig, ich habe den Frame Backpack und der ist voll. Warum ist denn der jetzt auf einmal schon voll? Und da jetzt kaputt. Ach, ein Makeshift-Bow von dir aus Versehen genommen. Wie dumm. Satchel schreddern wir. Nee, ich habe dir die Zombies abgenommen, weil sonst wär ich mit der Tür da in Konflikt gekommen. Ja, aber du hast sie mir nicht alle abgenommen. Ja, zwei Stück. Dachte halt, die kriegst du noch weggeballert. Nee, ich hatte ja noch 8 hinter mir. 6 hingen noch vor der Tür. Ja, gut. War an sich schon recht gut gelaufen, fand ich. Bist du noch in der Pizzeria, Mann? Ja, ich auch noch, so teilweise. Naja, von dir liegen nur noch die Überreste dort. Nee, auch nicht mehr. Die sind jetzt weg. Die sind gerade verrottet, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich sehe nur noch... Gott sei Dank hat sich nicht wieder ein Zombie über dich hergemacht. Ich sehe nur noch ein Häufchen hier. Da steht Koya und plötzlich ist meine Leiche weg. Ich weiß ja nicht. Ich habe so viel Fleisch auf meinem Rucksack. Salt Packet. Koya. So, dann deine Kleidung schreddern wir. Ja, machst du Überreste wieder raus. Oder, warte mal, deine Jeans nehme ich mit. Nee, was? Damit das klar ist, wenn ich jetzt immer alles am Anfang. Komm, wenn ich jetzt respawn, heißt das nicht, dass ich euch dort abhole, wo ihr seid. Nein, wir treffen uns woanders. Wir sind bei 36 Minuten angekommen. Woodlock hast du noch? Du hast gar nicht alles zu Fall gemacht. Planks hast du auch noch. Und wir wundern uns. So. Das heißt, wir wundern uns. Ich habe auf Max gekraftet und dann hat es halt einiges nicht verarbeitet. Sorry. Ja, ja. Die paar Pfeile hätten den Unterschied auch nicht gemacht. Ah. Nö. Ach, Quatsch. Cool, jetzt du nicht so. Ja, ich weiß nicht, woran du jetzt gestorben bist mit zwei Zombies. Hast du einfach... Ei, ich habe mit 16% Leben hinter mir die Tür zugekriegt und habe 2 Zombies dabei. Und eine Blutung. Weißt du es jetzt? Ja, ja. Immer ruhig bleiben. Ja, Gott. Und dummerweise bin ich in eine Sackgasse gelaufen. Und ob sich die 2 zerfleischt haben, sehen Sie in der nächsten Folge. Ja. Gut, die 1911er nehme ich eine mit, ja? Ich denke, das reicht. So könnte der Zombie kommen, wenn ich brauche. Obwohl, da ist noch Platz, komm. So. Ja, mal schauen, ob wir hier rauskommen. Kann ich respawnen, ja? Ja, sowieso. Sowieso. Er tragt das Bild und, nicht mehr. Und wir sehen uns dann... Ach du Scheiße. ...halbwegs lebendig in der nächsten Folge vielleicht wieder. Würde ich sagen. Oh, ich habe noch das ARK-Logo. Das ist Schleichwerbung. So. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, wie wir hier sinnvoller unterwegs sind vielleicht noch. Also das mit Pleasant Valley ist ja nur wirklich... Ich weiß nicht, mit so vielen Zombies, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Finde ich jetzt. Oder wie seht ihr das? Naja, in gewisser Weise konnte man looten. Ja, wir haben mehr verloren als... Ach du Kacke. Ich glaube, die Dano ist den Hang hochgelaufen. Kann das sein? Ja. Da stehen 1000 Zombies jetzt. Ich sehe es, ich bräuchte Bandagen und einen Zombie. Glaubst du, ich krieg da einen? Bandagen habe ich. Ich weiß nur leider nicht, wo du bist. Aber wir werden das alles versuchen, im Offscreen noch so uns ein bisschen zu sortieren. Und dann, ja, dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.